Servus Leute! Und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video auf unserem Kanal. Spaß beiseite. Grüß euch, servus. Grüß euch zu einer Spezialfolge des Wiener Stadionflug. Heute nicht in Wien. Wir sind, wo sind wir? Wir sind in Linz. In Linz? In Linz beginnt's. Na, wir haben immer schon im letzten Video angekündigt haben. Kein Wiener Verein international, aber wir wollten euch trotzdem ein internationales Spiel liefern. Deshalb heute LASK gegen Liverpool. Amir ist ja, wie man weiß, seit er schon ein kleiner gestärmter ist, Liverpool-Fan. Und das haben wir uns nicht entgehen lassen können, auf jeden Fall. Und ich hoffe trotzdem auf den LASK. Naja, müssen wir ja. 5-Jahreswertung. Respekt und Hut ab. Oder wie Marko Arnautović sagen wird, Shampoo an Salzburg. 2-0 gestern gewonnen gegen Benfica in Lissabon. Mal eh gestern angeschaut, die Partie. Bombenpartie. Respekt, also Salzburg mit der jüngsten Champions League Startelf aller Zeiten und dann gleich einen Auswärtssieg eingefahren. Gut, gut für die Wertung auf jeden Fall. Sehr, sehr gut auf jeden Fall. Und ja. Amir, jetzt haben wir noch eine Stunde, eineinhalb bis Spielbeginn. Eine sehr lange Fahrt gehabt. Amir fährt immer so langsam nämlich. Und ich habe schon richtig Hunger, wirklich. Also ich habe genau Semmel heute gegessen. Schauen wir, was wir da noch rund ums Stadion zum Essen gehen. Rund ums Stadion, beim Stadion. Beim Stadion, ins Stadion, zum Stadion. Stadion schon mal. Schauen wir mal rüber, ja. Also da sieht man schon die... Die wunderschöne Raiffeisen Arena. Die wunderschöne Raiffeisen Arena. Da sind wir letztens rein, wie wir im VIP waren. Heute müssen wir auf die rechte Seite. Sitzen heute gegenüber von den LASK-Fans. Riesen Dankeschön nochmal von dieser Stelle an den Thomas, dass er uns die Karten organisiert hat. Wirklich leidend. Werden wir nachher eh noch treffen, hoffentlich. Und danke auch für 300 Abonnenten an der Stelle. Echt spitze, Wahnsinn. Leute. Zuspruch. Hättest du den Zuspruch in so kurzer Zeit in der Form irgendwie noch vorgestellt oder erwartet? Nie. Nein, wie man gesagt, wir schauen einfach mal, was geht, oder? So ist es. Na wirklich, eine richtig geile Sache. Freut uns beide wirklich sehr. Aber genug davon, wir schauen mal, wo wir was zum Essen kriegen und sind gleich wieder drauf. Bis gleich. So, nicht unweit vom Stadion, Pizzeria Fortuna. Amir hat schon wieder Urangst, dass er keinen Platz kriegt, aber das machen wir schon irgendwie. Oh, es wird dann doch die Terrasse neben dem Tennisplatz. Amir ist schon drin, hat schon den Platz reserviert. In der anderen Pizzeria war alles voll, kein einziger Platz mehr frei. Und jetzt schauen wir da mal rein. Haben wir einen kulinarischen Tipp aus Linz auch für euch. So, sieht man auch das Lokal mal ein bisschen von innen. Nette Gasträume, sieht man Amir mal mit voller Körpergröße. Also für die Abonnenten, die glauben, er ist 2,40 und ich nur 1,20. 1,93 ist er tatsächlich. Amir, bitte, wähl deinen Platz aus. So. Da haben wir die Speisekarte aus der Terrasse. Gibt es ein bisschen einen Zoom, dass ihr es lesen könnt auch. Also recht dezent gehalten. Ich meine, ist eine erweiterte Kantine, sage ich jetzt einmal, vom Tennisplatz. Aber gleich neben dem Stadion. Sag's da mir, Prost. Prost mit Bier. Sieht ja vom Fass. Schon passen, oder? Und wird's Pizza, Pasta oder Burger? Ja, ich kann mir Pizza gönnen, was im Studio. Ja, du, bei der Pizza kannst du nicht viel falsch machen. So, da, Pizzen sind da. Diablo-Teile, eh das gleiche, ne? Ja, heute mal nicht viel Abwechslung, aber es wird schon passen, wie gesagt. Dessert, Knoblauch und Chili-Sauce. Danke. Kriegt man noch extra zugestellt, Chili-Sauce und Knoblauch. Mhm. Na dann, Mahlzeit damit. So, Sascha. Was sagst du? Pizza? Du. Wir in Wien sind ja ein bisschen verwöhnt, was Pizza angeht. Ne? Also wir haben in Wien, ich glaube, aktuell drei Pizzakoch-Weltmeister auch. Ja? Und ganz klar, das ist halt eine ganz andere Ausgangssituation grundsätzlich. Aber ich würde der Pizza jetzt kein Hate geben. Was ich cool finde, das Knoblauch, den du direkt am Tisch geliefert kriegst, plus ein Chiliöl auch noch. Mhm. Das Chiliöl ist ganz nice. Schärfegrad, wenn man es jetzt so auf letzte Woche auf Minder runterbricht. Ich schätze, schauen wir mal, wie es kommt, oder?
Schärfegrad, ich schätze mal auf 2 wahrscheinlich ein, wenn man es einstufen müsste. Das ist eh keine Regung. Na, du. Ich sage immer, Hunger jetzt gehabt, musst du schnell was essen gehen. Alles bummvoll vor dem Stadion. Ja, komplett, alles voll. Ja. Haben wir Glück gehabt, dass da überhaupt was frei ist. Ambiente ist ganz nice. Also, Ambiente ist gut, mit Terrasse, hochgelegen. Man kann zum Stadion schauen, von der Terrasse aus. Also meine Google-Bewertung, was das Ambiente angeht, 5 Sterne, ganz krass. Ging es auf jeden Fall. Service würde ich wegen dir wahrscheinlich 4 Sterne geben halt noch. Da habe ich halt nur einen Kellner gerade gewesen und einen Schanker halt. Aber der Schanker hat ja auch geholfen, hat gemerkt, wir haben einen Stress, müssen zum Stadion. Somit alles gut. Wie zur Bewertung gibt es dann auch. Wie gesagt, einfach Google-Rezession anschauen, setzt dann eh, Sascha einfach, alles da. Na, passt, was du schmecken magst. So, sind wir gerade von der Terrasse weg. Wie gesagt, Standard-Pizza gewesen, sage ich jetzt einmal. Aber was ganz Besonderes gerade entdeckt, da haben wir die Liverpool-Busse stehen. Sieht man auch, We Are Liverpool am Bus. Ich meine, hinterm Zaun ist ein bisschen schlecht. Aber es wird schon eine super Partie werden heute. Ich hoffe halt für die 5-Jahres-Wertung insgeheim natürlich, dass der LASK vielleicht auf eine überhebliche Liverpool-Mannschaft stoßt und sie möglicherweise noch einen Punkt mitnehmen können. Aber realistisch gesehen, muss man ganz ehrlich sagen, es wird heute nicht viel drin sein vom LASK, ich schätze. Es wird auf ein 3 bis 4-0 wahrscheinlich, also 0-3, 0-4 hinauslaufen. Mehr sehe ich halt einfach nicht derzeit. Ja. Vor allem ist gegen Klagenfurt zweite Halbzeit geschwommen. So, schauen wir mal. Ah, mir hat noch einen kurzen Call. Also ich dachte, ich gehe jetzt mal drauf. Meine Liverpool-Post von der Seite nochmal. Auf ihn zurück, weil genau auf dem Platz, wo ich jetzt gerade stehe, Armin geht auch neben mir gerade, sieht man, wie er telefoniert. Aber genau auf dem Platz, wenn es euch erinnert, war in dem Video 1 die Familientribüne, sprich der Container, den der LASK da hergestellt hat, gibt es jetzt nicht mehr. Und es wird schon. Soll ich ein Foto von euch alle machen? Rinsamer. Standard wie immer. Darf nicht fehlen. Schon fast Tradition. Ja, aber ewig lang gewartet. Ewig lang. Wir haben jetzt 12 Minuten bis zum Spielbeginn noch. Bummvoll heute alles. Heute sind schon alle da. U12, da müssen wir rauf. Gibt dann gleich die Choreo. Die Liverpool-Fans sind ja ganz gut drauf. Und schnell noch eine Prediction abgeben. Ich sag trotz C11. Jetzt ein 3-1 für Liverpool. Was sagst du? Ich sag 2-0 Liverpool. Okay. Aber die Aufstellung von der Stunde ist so Wahnsinn. Da blenden sie mal ein. Melden uns dann von den Plätzen wieder. Also, wir sind über dem Netz. Alles gut. Liverpool-Sektor. Naja, gemäßigt gefühlt. Sagst du die Plätze? Eh gut. Mittig, hinterm Tor, hoch. Also man hat eine gute Übersicht, sag ich einmal. Wird schon passen, ne? Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist fast das erste Mal, dass die hinten ausverkauft ist, oder? Ich bin nicht sicher. Ja, von der Prediction selber, wenn man nachschaut. Wie viel Information muss ja auch reinkommen. Liverpool hat 8 Mal in österreichischen Clubs gespielt. Davon also 6 Mal gewonnen, ein X, ein Unentschieden quasi und einmal verloren. Der GAK 2004, oder? An der Anfield Road gewonnen. Trainer damals noch, Walter Schachner. Also es ist nicht 100% Trott und Brust. Das stimmt, ja. Ja, ich freue mich echt aufs Spiel. Und auf. Wer sagt's? Im Tor, unsere Nummer 1, Tobias! Im Zehn, unser Kapitän, Robert! Mit 29, Florian! Mit 19!
Tore auf jeden Fall. Schade. Ja, bin ich schlecht, Liverpool. Stark! Wahnsinn! Ui! Gut gesehen! Nächster Eckball, Minute 12. Jetzt drückt Liverpool seit Minute 5 Vollgas. Also wird noch interessant. Aber die Last-Fans sind da. Auf geht's, Last kämpfen, siegen. Das ist eine Ansage. Thank you.
gewesen. Aber geil, trotzdem die Stimmung. Echt leibend. Ja, Jürgen ist ratlos. Verstehe ich bei so einem Orgengegner mit dem Lasen, ne? Ja, ist Real Madrid, den man in der Champions League besiegt. Du warst noch nie in Linz, aber auch. Du warst noch nie in Linz. Und wer seid ihr? Lustig, oder? Die Last-Fans scheinen alle zu streiken. Aber jetzt kommen sie wieder, schau. Jetzt bettelt es drum, jetzt bettelt der Last drum. Ja, bei Van Dijk ist wie wenn Super Mario einen Stern hat, ne? Der leuchtet, jeder was hinrennt, prallt einfach ab, weißt du? Oder viel Chancen, also Wahnsinn. Nicht normal. Gut, man viel zu Wahnsinn. Unglaublich. Also, ich schau mal auf. Was sagst du? 1-0, vierter Lask. Hättest du es je geglaubt? Ehrlich gesagt, nicht, wobei der Lasker nicht einmal, also unverdient würde ich jetzt nicht sagen, aber also würde ich jetzt nicht sagen, wobei ist es schon glücklich, weil Liverpool hat schon arge Chancen gehabt. Muss man schon sagen. Das Tor war wirklich Bombe rausgespielt, gut geschossen. War schön, das Tor. Das war wirklich Traumtor. Und der Goalie von Lask super zart. Also, einmal hatten sie geangeschüttet und mehr Glück als Verstand gehabt. Ja, das ist eigentlich, der Liverpool hätte locker einen Ausgleich machen können. Locker, wenn nicht sogar die Führung. Aber im Fußball zählen die Tore. Und wie gesagt, 1-0, so unverdient ist es nicht. Ja, das also der Lars kämpft und beißt und zwickt und kratzt. Die hauen sich volle Wäsche rein. Also der Einsatz allein hat schon mal, musste eigentlich so belohnt werden. Das ist schon mal, finde ich, nicht schlecht. Was sagst du? Also die technischen Fehler, die da im Abspiel passieren, sehe ich jede Woche in Wien, West, Hüttel, Dorf. Und du warst gerade effizient. Die haben halt nur 25 Millionen Mark wert. Ich glaube, Liverpool hat 400. Zu viele technische Fehler. Also wenn du ein Liverpool-Spiel anschauen gehst, erwartest du normalerweise Bombenfußball, weißt du, was ich meine? Also wirklich Bombenfußball. Ja, mir kommt es vor, sie sind nicht so ja, wir in Linz, ja, nein. Also sie spielen echt nicht gut. Also die Partie am Samstag, Sturm gegen Lask, war technisch um einiges besser, Sturm gegen Salzburg, war um einiges besser, als was wir da heute gesehen haben. Ich möchte die Leistung vom Lask nicht schmälern, absolut nicht, aber muss halt schon so ehrlich sein, wenn man das Spiel angeschaut hat, so viele Abspielfehler, was Liverpool hat. Da wirst du in England nicht einmal 10. Platz, oder? Wenn du so spielst. Respekt, Lars Quint, gegen alle Choreoverbote. Scheiß UEFA, meine Meinung. Bin ich voll bei euch, Lars Quint. Bitte unterlasst das Abbrennen von Pyrotechnik. Es ist nicht
heute. Bitte los, Lotzen. Danke. So leise. Wirklich. Weg, weg. Bin drauf, Scheiße. Bin nicht drauf. Und, wem hat er jetzt geschadet? Was ist? Gar nichts ist. Das meine ich jetzt. Wo ist der Schaden jetzt? Ich verstehe es nicht. Es gibt keinen Schaden. Da gibt es ein paar Idioten einfach. Und es passiert halt alle 10 Jahre mal einmal was, wo irgendwer verletzt wird. Und dadurch bekrittelt man das halt die ganze Zeit. Nur Angriff von Liverpool. Hilfe Liverpool, ja, das war... Das war jetzt zu viel. Er war sogar im richtigen Eck. Bin nicht gehebelt. Das war jetzt zu schnell. So schnell kann es gehen. Du merkst halt, die erste Halbzeit waren es überheblich und jetzt zeigen sie ihre Klasse. Ja, aber man sieht jetzt das, was man sich von Liverpool rein als objektiver Fußballfan erwartet. Ne? Ja, das sowieso. Aber die Last-Fans machen Stimmung. 7.500 erwachsene Männer singen Pippi Langstrumpf. Ich liebe es. Lalalala. Zeig's. Bo Salah kommt endlich rein. 30 stark, oder? Schon, ja. Und nichts. Das ist Liverpool-Fan singen. Mo Salah, Mo Salah. Wirklich, der macht einen Unterschied. Der kommt rein. 3 Minuten drin, 3 Torschüssen. Schon wirklich mag wieder den Ball, mit dem Ball, was da aufhört. Hä, bist du halt drauf, ne? Ja, wie, was er für eine Übersicht hat. Das ist schon ein Bombenspieler. Wirklich ordentlich. Kann man nur hoffen, dass er nicht dem Geld nachgeht. Okay, der ist Araber. Er geht dem Geld nach. Hast du jetzt gesagt, Jürgen? Ja, das wird leider so kommen. Wahnsinn! Er muss ihn mit den Händen halten. Das ist ja nicht normal. Oh, ja! Du bist doch deppert! Das ist doch nicht normal. Da muss ich rufen jetzt, ne? Wo schlecht, Mo Salah, was ist los? Verliert den Ball. Wahnsinn! Markt hat nur noch 1 Million. Er verliert den Ball gegen einen Spieler, der letzte Woche noch in Klagenfurt austrippelt worden ist. Verstehst du? Verkehrter Weg, ne? Abgehoben, weltfremd, unsympathisch, ruiniert unseren Verein systematisch. Ja, das ist mal ein Statement. Boah, boah, bitte. Jetzt, oder? Wahnsinn. Ja, das soll nicht gesagt werden scheinbar. Aber es ist so. Ja, seit Mo Salah kommt und es ist ein anderes Spiel. Er macht den Unterschied. Also Mo, falls du das Video anschaust, dein Namensvetter, Wahnsinn, was er aufgeführt hat heute. Wahnsinn. Mo Salah, bester Spieler am Platz. Als er kam, als keiner mehr im Stadion schreien gehört, spielt Fußball oder sonst was, es war gar nichts. Und dann kommen die Liverpool-Fans und sagen, Mo Salah, Mo Salah, Mo Salah. Okay. Und dann hat es kracht.
Ja, da merkt man den Spieler, der den Unterschied macht. Allein die Ballaktionen, die er gemacht hat. So arg, wirklich. Wahnsinn, so ein Spieler zu sein. Mosola, Mosola, Mosola. Hey, du haltest zu nah aus. Ja, es ist 3-1, es ist sicher wurscht. Mosola, Mosola. Hey, die machen eine Line-Dance-Formation, gleich tanzen sie alle, was nicht? Schau, wie sie kreisen. Tanze Samba die ganze Nacht, tanze Samba mit mir. Tanze Samba die ganze Nacht. Check, check, check. Test. Also, Liverpool spielt in Linz 3-1 gegen den LASK. Erste Halbzeit, die ersten 50 Minuten waren mit der österreichischen Brille ganz super anzuschauen. Definitiv. Erste Halbzeit, wir sind mit 1-0-Führung in die Halbzeit gegangen. War auf jeden Fall eine geile Sache, das Tor allein, die Emotion, das Tor, allein das, das eine Tor war schon sehr wichtig. Also, da weiß man auch, okay, man hat gegen Liverpool auch Chancen. Ja, vor allem, ich meine, warum machen wir den Stadionflop? Wir wollen nicht die Stimmung aus dem Stadion mitgeben. Und man hat auch gesehen, beim LASK ist es international ein bisschen anders. Ich meine, ja, wenn nicht, wenn ich die grüne Brille habe und wenn man mir da reinschneidet, grünes Blut rauskommt, aber... Ach so, warte mal. Aber Messer, man kann es nicht vergleichen, also auch die eigenen Fans, mit einigen von der West gesprochen, du auch, was letztens dabei, mit einem Kollegen, der auch gesagt hat, Fiorentina war was echt Besonderes, von der Stimmung her. Aber, wie gesagt, ich möchte die Leistung nicht schmälern, LASK-Fans waren heute Bombe drauf, super Support, traurig nur, dass der Verein so schwul ist. Und so vom Kapitalismus getrieben ist, ich sag's euch. Das ist in Linz wirklich eine ganz eine eigene Geschichte. Allein die Fans mit dem Banner, nur eine grüne Farbe, die ganze Zeit und dann auch noch standen. Dass die den Verein ruinieren, komplett unsympathisch ist, die Führung. Keine Ahnung, habe ich. Ja, aber jemand ist aufs Negative. Ja, ich habe doch gesagt, also, ich sage so viel dazu, ich möchte auch gar nicht genauer drauf eingehen, weil. Nein, ganz ehrlich, so sehr interessiert mich für den LASK gar nicht. Vom Spiel selber, zweite Halbzeit haben wir gesehen, dass Liverpool voll aufgeht hat. Dann kam noch Mosola in der 78. glaube ich irgendwann. Und dann allein seine Präsenz, weil du sagst immer Präsenz, das ist ein komisches Wort. Nein, er hat die Präsenz, er hat die Leistung, er war am Ball nach 3 Minuten, 2 fette Torchancen. Ja, Mosola. Er hat das Gefühl am Ball, das war. Verstehst? Ja, auf mit dem Schwachsinn jetzt. Ach wirklich, es war wirklich arg, wie er das Spiel verändert hat. Also er alleine hat einen Unterschied gemacht bei Liverpool mit Sicherheit. Und Liverpool, das hatte sogar noch eine Torschance dann zum Ausgleich, wo es noch 2-1 gestanden ist. Was dann passiert wäre, keine Ahnung. Aber 3-1, ja, du. Was hat man sich realistisch jetzt wirklich anderes erwartet? Also alles unter einem 2-Tore-Sieg für Liverpool wäre schon eine arg überraschend gewesen. Ja, stimmt, und ja. Der LASK hat sich nichts vorzuwerfen, meiner Meinung nach. Das ist meine objektive Meinung. Er hat sich nicht versteckt, er hat probiert, er hat gefightet. Und ich finde, das muss man im Hof anerkennen, dem LASK. Also, es ist trotzdem, es ist Liverpool, es ist einfach so. Es ist ein Champions League-Sieger, ein englischer Meister, ein ja. Bombenkader, wie viel macht der? 400 Mille. Wir haben 30 Minuten Liverpool gesehen, kann man sagen. Ne? Ja, dafür 3 Tore. Ja. Also, die Stimmung war Bombe, wirklich geile Atmosphäre. Fazit von meiner Seite: LASK international, braucht sich nicht verstecken, absolut nicht. Die Fans auch nicht, Stimmung von der LASK-Kurve, super, echt top. Ja. Vollsten Respekt von meiner Seite. Fazit, meiner Ansicht nach, ein geiles Spiel, auf jeden Fall wert, es gesehen zu haben, Liverpool gesehen zu haben. Stimmung war super, also wirklich eine geile Sache gewesen, geile Partie.
Und jetzt schauen wir, was wir noch anreißen, beziehungsweise wo wir noch irgendwas zum Essen finden, was auch immer. Ja. Sehr gut. Also dann, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wiener Stadionvlog. Ihr wisst ja, wenn euch unser Content gefällt und ihr mehr davon sehen wollt, dann wir freuen uns. Kaliert's nicht, schau, da haben wir schon. Jetzt gehört's noch. Und Video liken natürlich. Video liken natürlich, ihr sagt's euch. Danke auf jeden Fall. Grüß euch und wir sehen, ihr seht spätestens am Montag wieder was von uns. Sonntag, Sturm gegen, also Rapid gegen Sturm. Sicher Bombenpartie. Aus grüner Sicht, hoffentlich verletzen sich halt 6 Sturmspieler. Keine starken Verletzungen natürlich. Nur so, dass sie am Sonntag nicht spielen können. So Adduktorenprobleme, die es vor 20 Jahren gar nicht gegeben hätte, würden wir sehr zusagen. Oder einen kleinen Zechner haben, dass man da auch schon wieder Masiana was tut. Passt. Grüß euch gleich. Macht das gut, ciao.